Grüße, mein Name ist MCB Cosmo, willkommen zu PNG. PNG. Keine Ahnung. Willkommen zu Zeug. Getting over it with Bennett Foley. So, getting over it heißt so viel wie. Komm drüber. Ha! Komm drüber. Komm drüber und weg. Lass gut sein. Hab dich nicht so. Lass es, was weiß ich. Ich habe ein bisschen lustigen Scheiß über dieses Spiel gesehen und gelesen. Das soll wohl ein richtiges Hassspiel sein. Also entweder rast man aus, macht sein alles kaputt hier, was man hat, oder man lacht sich einfach nur kaputt, wie bescheuert und dämlich dieses Spiel ist. Und ich habe mir mal ein Video angeguckt und ich habe mich so bepisst, Alter. Ich dachte mir, das musst du auch mal ausprobieren. Das Video werde ich euch am Ende noch zeigen. So, okay, auf jeden Fall machen wir mal ein New Game. Und ich bin mal ganz, ganz, ach, das ist schon, wenn ich das schon sehe, das ist bescheuert. Das. Mhm. So, das ist es. Ist es nicht geil? Wie kann man sowas auf der Schwelle zu 2018 rausbringen? Jeder spielt's. Das ist, ja. Ich nenne das jetzt einfach mal, wie nenne ich das jetzt mal? T-I-S-M-A. Tisma. Gut. Meine Kreation Tisma. Und das heißt Torso im Spucknapf mit Axt. Okay. Torso im Spucknapf mit Axt. Alter Verwalter. So, das war's. Das ist ja irgendwie komisch. Das ist alles verkehrt rum. Wenn ich jetzt nach unten drücke. Warum ist das so langsam? Also ich habe mir mal so ein 3, 4, 5 Minuten Video angeguckt. So eigentlich so Rage Quit Videos. Also die dann die Schnauze voll hatten und haben einfach nur gesagt. Ja. Aber irgendwie haben die sich irgendwie schneller bewegen können. Wie gesagt, ich habe jetzt hier einen Controller am Start. Ich drücke jetzt mal alle Tasten. Und irgendwie verändert sich nichts. Bäh. Was ist das denn für ein Scheiß? Was macht er? Nee, du sollst nach links. Ich versuche gerade herauszufinden, wann, wie, welche Richtung. Kriege ich nicht mal irgendwie einen Kreis hin? So, jetzt aber. Nee. Ich krieg keinen Kreis hin. Manchmal da drücke ich nach links und dann macht er nach links und manchmal macht er nach rechts. Aber trotzdem ist alles so langsam. Ich habe jetzt ja jede Taste durchgedrückt. Irgendwie glaube ich, dass es mit Controller nicht so der Weiser wird. Aber ich versuche es trotzdem mal. Bah. Okay. Ja, das ist das Ziel. Irgendwann, irgendwo gibt es einen oben. Und da muss man hin. Und es ist alles irgendwie verkehrt rum. Wenn ich nach oben drücke, macht er irgendwie nach unten. Ich muss praktisch als Fokuspunkt den Hammer nehmen. Und nicht den Kessel. Nee. Bah. Tja, nu. Fettsack, hättest du dir mal deinen Körper auch noch abschneiden lassen? Und hättest nur einen Kopf daraus gucken lassen. Das wäre bestimmt auch geil gewesen. So. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee, das mit Controller zu spielen. Eine sehr schlechte Idee. Das ist so dumm. Also ich denke mal, ich werde mich für... Wow. Phase Nummer 2 entscheiden. Ich werde hier nicht Rage quitten und nicht rumfluchen. Ich werde mich einfach nur die ganze Zeit kaputt lachen. Über Torso im Spucknapf! Warum geht das nicht schneller? Hier muss doch irgendwas... Digitalkreuz geht nicht. Der linke Analogstick geht auch. Wow.
Alter Schwede, okay, das ist wie bei Fahrenheit, diese Quicktime-Events. Wenn ich synchron mit beiden Analog-Sticks fummle, dann habe ich hier ordentlich Geschwindigkeit drauf. Oh ja! Cool. Okay, das wird dann jetzt noch eine schwierigere Sache. Beide Analog-Sticks simultan synchron im Kreisen bewegen. There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original. Whoa! Hey, that was good. Starting over is harder than starting up. Shut up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Was kommt denn da immer für eine Suppe aus dem Topf raus? Alright. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Whoa. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry. I'll save your progress, always. Even your mistakes. You save my progress. Speichert also immer. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. Ach ja, genau. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B-games. And B-games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. Genau, da habe ich noch was gelesen, beziehungsweise da hat er jetzt gerade erzählt. Das Originalspiel kam 2002 raus und hieß, jetzt habe ich es wieder vergessen, das war völliger Pixelhaufen. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect Jawohl. Embodiment Alter, of a B-game. Alter, Verwalter. It's built almost entirely out of found and recycled parts. And it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, ich denke, das in the digital world Axt, or in real life, Axt, has Hammer. Certain essential properties Scheiße. That give the game its flavor. Wenn das ein no Hammer amount ist... of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Das ist doch kacke. Ich dachte, das ist so eine Axt, weil auch im Hauptmenü hat er die doch auch so in den Felsen reingeschlagen. Dann kann ich ja gar nicht Tisma sagen. Torso im Spucknapf mit Axt. Torso im Spucknapf mit Hammer. Das wäre ja dann Tism. Ja, gut. Ba, ba, ba. Aber obwohl das... Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep Ich wollte sagen, obwohl das jetzt so langsam geht, also ich habe jetzt wieder mal mit einem Analogstick probiert, da hat er trotzdem ganz schön Kraft. Hier, wenn ich jetzt langsam runtergehe, dann stützt er sich. Na gut, es fehlt trotzdem ein bisschen Schwung. Woo! Das ist trotzdem komisch. Es ist schwierig, den Hammer, also diesen Axtkopf, Hammerkopf, im Fokus zu halten. Weil das ist eigentlich das Ding, was man steuert. Ich sollte nur auf den Hammer glotzen. Hat das jetzt festgehalten? Nee. Nee, das schaffe ich nicht. Brauche ich eine Abstoßung. Ah! Das war rechts rum, ich hätte links rum gehen müssen. Egal. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. Jawohl. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely Wenn man confident denkt, man in hat your ability to get through them raus, once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, wenn ich nicht every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. Sticks mit meinen beiden, dann geht das irgendwie alles nach hinten los hier. Ich tue mich irgendwie gegenseitig blockieren. Wenn ich jetzt den einen nach rechts drücke und den anderen nach links, dann passiert nämlich gar nichts.
Bah, Alter, ruhig. Langsam. So, jetzt muss ich nach oben mich abstoßen und dann muss ich links rumgehen, die Kurve. So, jawoll. Ha. Genau so. So, zack. Nein. Jetzt aber. Oh, it happened again. Keep on trying. Don't let it get to you. Ja, ja, ich bin da ganz... Ich krieg langsam Krampf im Daumen. Ich versuche trotzdem mit dem Controller. Also, Maus ist klar. Aber das Problem ist... Maus... Keine Ahnung. Du brauchst... ein Kilometer Mauspad. Für den ganzen Mist hier. Ich bin gut, hab ich. Den Platz habe ich da. Die Suppe dann noch aus dem Kessel, ey, das ist so geil. Was mache ich hier? Hallo? Kreisen, kreisen, kreisen. Nein, war. Okay, ich versuch's mal mit einem Analogstick. Machen wir mal ganz langsam hier die Schürze. Das dauert dann halt eben. Da fehlt der Schwung, den ich brauche zum Abstoßen. Das sieht auch geil aus. Wir rutschen hier ab. Und halten den Hammer. Tor. So. Da war ich ja schon mal. Bumm. Ich krieg langsam einen Krampf im Daumen, ey. Das ist richtig anstrengend. Das ist wie bei Fahrenheit der Endbosskampf. Wenn man immer alle beide Analogsticks drehen muss. Das war nicht gerade wenig. Du musst ja wirklich die ganzen Kurven ausfahren. Wow. This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Mary Pickford. Was passiert jetzt gerade? So. So. Manchmal habe ich einen guten Winkel raus, ey. So, jetzt. So. Na, jetzt war ich wieder zu eng. Wenn man die Kurve zu eng fährt, dann wird das irgendwie nichts. Zip. Zip. Nein. Zu zeitig. Die Geräusche da so. Da müsste sich doch voll die Esse einhauen jetzt hier. Das wäre geil. Ich würde so einen Bloodpatch Blutmod geben würde hier. Mit der, wenn du die Esse am Felsen einhaust, das ist ja Matsche Pampe Knochen platschen. Das wäre cool. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Warte mal, so. Dann gehen wir hier rüber. Genau, und jetzt müssen wir. Nee. Und jetzt wieder ran. Kannst du den Hammer jetzt. So. Spucknapf! Jetzt. Nein, warum? Jetzt, genau. So, ist gut. Falsch rum. Vandale! Das wäre doch mal ein Update, wenn ihr. Wenn der Hammer aufschlägt, dass da richtige Teile noch rausfetzen. Also. Wenn da jetzt ein Loch drin wäre, das wäre cool. Oder fiese Fallen bestimmt, vielleicht kommen da noch irgendwelche Dynamitfallen, wenn du dann da drauf kommst. Bumm. Nee, sowas ist ja nicht. Das ist ein friedliches Spiel. Wir sind doch hier nicht auf dem Boot. Rudern. Jawohl. Also, ich habe einen Speedrun gesehen. 2 Minuten 35 hat er es geschafft, bis nach oben. Aber es gibt irgendwie mehrere Wege. Der ist irgendwie so einen ganz komischen Weg gegangen. Das ist das Schöne bei dem Spiel, man kann sich eigentlich nicht wirklich spoilern. Nein! Ja! Ja! Nein! Ja! Nein! Was tue ich gerade? Wow. Ich komme ja nicht...
Hey, guck mal an. Da stand jetzt gerade Musik. Die habe ich aus, weil ich weiß nicht, ob das GEMA Mode ist. Das ist ein hessischer Becher. Geh weg mit dem Becher. Geil, komm her, Becher. Bam! Kaffee, Hack! Weg damit. Aha, Alter. Okay. Wie sieht's aus? 15 Minuten sind rum. Ich lege jetzt mal den Controller zur Seite. Ich nehme jetzt mal die Maus. Mal sehen, wie das jetzt funktioniert. Ich habe die schon auf volle Empfindlichkeit gestellt, aber irgendwie brauche ich ja trotzdem das halbe Mauspad. So, trotzdem. Das ist komisch mit dem Maus, finde ich. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hier, siehst du das? Ich habe keinen Bezugspunkt mit der Maus. Es gibt ja hier rein und raus und hoch. Es gibt ja hier. Wirklich übelste Kreise ziehen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein Durchmesser von einem A4-Blatt, was ich gerade brauche. Als Mauspad. Ich weiß nicht, ob man das im Mikro hört, wenn ich es hier rumwische. Jawohl! Ja, nein! Also irgendwie bin ich hier Mausallergiker bei dem Spiel. Das Sehenscheiden im Sündungsspiel, ja. Yes! Nein! So, so. Ach, Maus. Ups. Ich hab Tisch und Handweg. Boah, Alter. Ich find's lustig, total bescheuert. Wie kommt man auf so einen Mist, Alter? Ich hab zuerst gedacht, wo ich den Screenshot gesehen habe auf der Steam-Seite. Das ist irgendwie ein Jump-and-Run-Spiel ohne Beine. Und da dachte ich mir, ja, jetzt, das ist ein Beweis, dass nur noch Scheiße existiert. Warum bin ich so schlecht mit der Marvels? Ist, wow. Was war das jetzt? Bah, nee, nicht. Wow. Mensch. So. Nee, muss ich doch nicht ran. Ich muss nur runter. Genau. Maus. Hoch. Jetzt runter. Jetzt so. Ranziehen. So, und jetzt ist immer hier die Scheiße. Da waren wir ja schon immer. Ja, links rum. The soul would have no rainbow, had the eyes halt no tears. Blöd irgendwie da. John Vance Cheney. Wenn man sich mal langsam abstützen will, dann macht er trotzdem wieder die volle Länge. Hey cool, schafft man das eigentlich? Mensch, ist hier so. Das ist so dumm. Yeah, ruder, row your boat. Ich picke mich durch den Stein durch und dann fällt das alles rum. Sein, das wäre auch cool. Oh.
wirklich schlecht mit der Maus, hätte ich nicht gedacht. Tja, ich sag noch, das Spiel heißt ja Getting Over It. Lass gut sein. Akzeptiere, was passiert ist. Quicksave wäre eigentlich auch cool. Wenn du sagst, ich bin jetzt hier. Aber der safet ja immer nur. Der safet ja immer nur, wenn er seinen hessischen Bottich auf die Erde klatscht. Nee, du sollst noch. The pain I feel now is the happiness I had before. That's the deal. C.S. Lewis. Nee, was machst du? Manchmal macht die Kamera irgendwie auch eine Bewegung mit. Das ist ja noch schwieriger. Das heißt, die Kamera bewegt sich irgendwie die Maus mit. I feel within me a peace above all earthly dignity, a still and quiet conscience. Ich nehme mal wieder den Controller. Das gibt's doch nicht, warum bin ich mit der Maus so schlecht? So, jetzt wieder Controller-Action. Das hat er vor uns eigentlich schon mal ganz gut geklappt. Das Problem ist halt immer die Synchronisation des Menschs. Ja, genau, wir nennen ihn jetzt mal Mensch. It's a Mensch. Das Wasser immer noch dazu. Ja. So. Ja, jetzt war ich wieder unsynchron. So. Jetzt habe ich wieder ein Stick plus. Also erhebliche langsame Rückgeschwindigkeit. Alter, was war denn das für ein Boost? Das ist ja geil. Den bräuchte ich mal hier. Wie habe ich das jetzt gemacht? Der hat mich ja. Hier schon wieder. Der hat mich ja sonst drin gekickt, ey. Cool. So, runter. Nee. Du sollst dich nicht schräg abstoßen, du sollst dich gerade abstoßen. So. So, und dann. So. Es ist echt schwierig, immer nur diesen Hammerkopf, Axtkopf im Fokus zu haben. Nein. You cannot now believe that you will ever feel better. But this is not true. You're sure to be happy again. And knowing this, truly believing it, will make you less miserable now. Abraham Lincoln. Das Spiel macht einen müde. Geil, ey. 30 Minuten lang haben wir nur eine einzige Stelle gesehen. Wow, Alter. Geil. Wie geht das manchmal? Ich weiß nicht, wie ich das machen kann, dass der immer so übelst geil boostet. Ey. Der boostet aber in die falsche Seite. Das ist dunk. Ich weiß nicht, ich probier's nochmal oder was. Es muss ja schaffbar sein. Wenn das irgendwelche Leute in 2 Minuten schaffen, dann werde ich doch hier in einer halben Stunde mal wenigstens über das erste, was weiß ich, Abschnitt. Ich weiß ja nicht mal, was die Abschnitte sind. Nee. Boost muss ich noch rausfinden. Boah.
Mann, Hammer, wo bist denn du jetzt hier? Hoppidi hopp. Das erinnert mich an irgendwelche Cartoons. Donald Duck, die in Fass, Bierfässern oder irgendwelchen Holzfässern über den See schippern. Cool. Jetzt hier rein. Da dran. Ja. Nee, warte, ich muss den Bogen jetzt größer machen. Genau. Machen wir einen großen. So, ich brauche hier ein Mausbett. Ich werde mir meine Mauskamera mit hinbauen. Das ist Wahnsinn hier, was ich für Kreise ziehe. Ja, jetzt hoch. Genau. Nein. Ah, zu kurz. Manchmal klappt das nicht mit diesen Abstürzen, wie ich das gemacht habe. Wie gesagt, ich versuche hier das rauszufinden. Es muss ja, irgendwann muss man die Steuerung ja mal beherrschen. Aber so wie das aussieht, ist das nicht so möglich. Weil egal, wenn man tausendmal dieselbe Bewegung macht, hat man tausendmal andere. So. Jetzt muss ich mich nach oben abstützen und dann links rumgehen. Top. Jetzt hier. Cool. Ah, das linksrum ist komisch. Nein! Aber wenn man die ganze Zeit rechts rumdreht, das sind doch schon irgendwie eigenartig. The obstacles in sexy hiking are unyielding. And that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them. And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. Sehr fies, das Metall. Das Metall ist gemein. Runter. Rechts rum ist irgendwie. So. Ha, tada. Genau, ganz langsam. Das ist möglich. Easy, easy. Funktioniert. Rosa, Rosa. Ich würde jetzt gerne, wie kann ich denn jetzt ein vor A? Ah. Cool. Nein, nein, ruhig. Hörst du auf, diesen scheiß Hammer auszustrecken? Und vor allem, warum linksrum? Genau, da ran musst du. So, jetzt muss ich hier. Was ist ich hier? Was muss ich denn jetzt machen? Kann ich mich an die Lampe festhalten? An die Lampe. When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. Ach, geht immer nach links. And at that point, you can't change the world. Ich not without breaking it into pieces and starting nicht. Fresh with new ideas. Ich bewege die Maus nicht nach links. Und der macht auf einmal irgendwelchen Shit. Kapier ich nicht. Die Steuerung ist
irgendwie dämlich. Hochkonzentriert hier irgendwie. Das geht auch voll ins Maus. Und ins Mauspad hier. Eine Abnutzung schon wieder. Das sind ja richtige Streifen. Zip, zip, zip. Jetzt muss er sich einfahren. Werd kleiner. Und jetzt rüber. So. Und jetzt müsste ich mich eigentlich abstoßen. Ne? Niveau hoch. Hammer's dämlich. Warum macht er das? Ich habe die Maus stillgehalten. Also ich finde ja, der Weg runter ist leichter. Und jetzt fest. Bin ich hier festgehakelt. Cool. Ja, yeah, geil. Ah, nein, nicht geil. Das verstehe ich nicht. Ja, manche Bewegungen sind richtig cool manchmal. Da denkst du dir so, ja, jetzt hast du es raus. Zip. Zack. Es muss doch möglich sein, hier reinzukommen. Wow. Fast da. Ich muss gucken, wohin ich den Hammer donnere. Links rum oder rechts rum? Auf jeden Fall in einem kleineren Kreis. Und ich weiß aber nicht, wann macht er einen kleinen Kreis, wann macht er einen großen Kreis. Der hat ihn ja immer voll ausgefahren, der Penner. Rüber. Ah, ich verstehe nicht, warum der sich immer dann nach links bewegt, obwohl ich dieselbe Bewegung mache wie jetzt. Sehr eigentlich. Macht euch einen Kaffee, macht euch irgendwas. Ich weiß nicht, wie lange das Video macht. Wow! Stand at my grave, Fry. I am okay, not ich probier's nochmal mit Controller. I did not die. Mary Fry. Also Maus geht absolut um wenig. Jetzt muss ich mich wieder an den Controller gewöhnen. Das Geile ist, wenn ich jetzt eine zweite Folge anfangen würde, wäre das genauso. Hätte ich jetzt eine zweite Folge 1. Irgendwie, also Controller liegt mir ein bisschen besser, würde ich sagen. Habe ich irgendwie die Bewegung mehr? Also, fast koordiniert. Ich würde sagen, ich habe die Bewegung besser koordiniert, oder irgendwie auch nicht. Ja, ist eine Werbung. Silber. It's the Hammer, Mensch. Yes! Cool. So, jetzt runter. Ich habe immer ein Problem mit der linken Seite irgendwie, finde ich. Okay, nicht so viel Schwung. Langsam. Nehme ich einen Analogstick. Bisschen runter. Nee. Hoch. Und jetzt ran. Kannst du dich ranziehen irgendwie? So, jetzt nach oben.
Ah, ich bin zu kurz. Ich bin zu klein. Also mit also schnell macht man hier einfach nur alles, macht mir alles falsch. Muss alles langsam funktionieren, so wie es aussieht. Jetzt rüber ist so. Nein, du sollst dich nach rechts abstoßen. Also es macht es irgendwie doch nicht so besser mit dem Controller. Komm nicht diesen kleinen Tunnel hoch, Mann. Na, jetzt habe ich. Ja. Nice. Ist das so geil? Fiese ist wirklich, man muss den Hammer durch diese Dinger durchfädeln hier. Bildeln, geil. Zip. Zip. Ja, jetzt komm. Do it. Hoch. Jetzt ran. Wie kannst du dich ranziehen? Dass du nicht so einen langen Winkel hast. Geh so hart. Das ist möglich. Siehst du, sobald der fährt sich immer wieder aus, das geht gar nicht. Ich kapiere die Steuerung nicht. Zieh dich doch mal rein. Warum hast du immer so einen großen Winkel? Musst du auch kleine Winkel haben können. Keine Ahnung. Gehen wir mal die Maus. Ich war ja nicht schlau. Kann ich das da durchspielen? Das wäre auch geil mit Pfeiltasten. So, Maus. Siehst du, was hier passiert oben ist? Maus ist nicht gut. Ah, Maus. Das ist Maus. To live is to suffer. This is Maus. To survive is to find some meaning in the suffering. Friedrich Nietzsche. Ich suffere ja nicht. Ich möchte gerne die Steuerung verstehen. Aber ich verstehe sie nicht. Ich brauche jetzt einen Grundsprecher. Wie hat der das geschafft? In 2 Minuten kommt man schießen tot. Ja, das hier zu schaffen. Was war denn das jetzt für ein Geräusch? Life is a mosaic of pleasure and pain. Grief is an interval between two moments of joy. Peace is the interlude between two wars. You have no rose without a thorn. The diligent picker will avoid the pricks and gather the flower. Satya Sai Baba. Naja. So, wie lange nehme ich jetzt eigentlich schon auf? 40 Minuten, das ist ja cool. Ich denke mal, ich werde das hier wieder so eine sehr, sehr lange Folge lassen. Und also als eine, ein Longplay oder so. Ich hätte es eigentlich auch streamen können. Ich kann seit neuestem streamen, aber ich habe irgendwie keine Lust auf sowas. Also die Boosts, das heißt die Boosts, wenn ich mich von unten so abstürzen möchte, das klappt irgendwie nur mit Controller. Mit der Maus kriege ich das nicht auf die Reihe. Keine Ahnung warum. Siehst du, das ist irgendwie. Irgendwie ist hier was seltsam. Maus.
ich habe eine Idee, weißt du was? Ich zeige euch erstmal das behinderte Video von diesem, ja, von diesem Gang Rage Quit. Wie machen wir das am dämlichsten? So. Also, lacht euch mal kaputt. Ich bepisse mich jedes Mal. Oh my god, just fucking shoot me! Großer Fehler. Ich weiß immer noch nicht, was genau passiert, aber irgendwie hat er den Safe Game versaut. Die Schnauze dazu. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, aber irgendwie hat er sich übelste Spannung aufgebaut. Und es ist einfach nur so geil. Ah, jawohl. Er war auch sehr weit oben, wie ihr gesehen. Es ist so dumm einfach. Das ist das geilste Video ever. Vielleicht kann man das ja. Warte mal, das wäre eigentlich ein cooler Cheat. Der hatte ja übelst Spannung auf dem Hammer. Was ist denn, wenn ich jetzt so den nach unten mache? Also hier so als Boost. Und dann neu lade. Vielleicht habe ich dann auch einen übelsten. Zack. Ja, so, weißt du? Bin ich dann gleich ganz gut. Da schaffe ich dann den Speedrun in 30 Sekunden. Mit Loading Hack. Oh, das ist mir so geil. Da lädt er neu und auf einmal. Und aber sehr weit oben, wie ihr gesehen habt. Er war in Bereiche, die ich nie sehen werde. Oh, das macht er jetzt. Sorrow is my own yard, where the new grass flames as it has flamed often before, but not with the cold fire that closes round me this year. William Carlos Williams. Mit Controller spielen. Die Maus ist. Warum ist die Maussteuerung so behindert? Das sollte doch eigentlich andersrum sein. Nein. Jetzt habe ich hier einen Kreis versucht und hat sich aber nur rangezogen. Waiaiaiai. Der war nicht schlecht, aber der war nicht weit genug gravitationsmäßig zur linken Seite. Jetzt geht es doch wieder mal vorwärts hier. Ranziehen, ranziehen. Okay. Loslassen. Und dahin. Gut. Was tust du? So. Wieder hier. Das ist irgendwie. Also, das Schwierigste ist erstmal wirklich mit diesem scheiß Metall. Finde ich gerade. What are you doing? Nee. Ich komme immer noch nicht mit dieser verkehrt rum. Wenn man nach links macht, macht er nach rechts. Wenn ihr denkt, ich stelle mich auf den Kopf, kauft euch! Probiert mal selber aus, diesen Scheiß. So, jetzt kann ich mich doch eigentlich. Wow, yeah, der war geil. Ist, ey, cool, jetzt habe ich diesen kleinen Winkel habe ich vor uns gesucht.
Oder Maus geht nicht wieder. Jetzt, warum macht er schon wieder dieses Gemeine, dass er sich abstützt hier überall hin? Muss doch möglich sein. Nein! Nein! Ich verstehe die Steuerung nicht. Hilf mir, Steuerung! Was tust du? Ja, jetzt war der Winkel zu groß. Ne, wenn ich echt damit fertig bin, brauche ich mir das Mausbett. Mein schönes Samt-Rocket. You've done this part before. You know it's possible. Just do what you did the first time. What I did the first time is... I'm falling down, I'm getting over the hill. Ich kann das ja nicht overgetten. Weil ich die... Ey, das war auch nicht schlecht. Aber manche Moves sind echt cool, aber ich weiß nicht, wie ich die gemacht habe. Ich kapiere das nicht. Nee! Was tust du? Nicht doch nach rechts. Soll es denn echt schon so schwer sein hier? Ich meine, es ist ja noch wirklich der Anfang. Oder stell dich einfach nur dämlich an. Yes! No! 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 Nee! Nee! Jackie Chan mäßig, ja. Aber ich finde irgendwie, dass der Hammerstiel ist irgendwie zu groß für diesen kleinen Tunnel da unten. Habe ich zumindest das Gefühl. Alter. Ich mache dieselben Bewegungen wie immer. Immer wieder eine neue Funktion, ja. Das finde ich am geilsten eigentlich. Jetzt mache doch mal dich rüber. Wie kriege ich dich jetzt da rüber? So. Nein! Kann ich mich nicht... Ich würde mich ja gerne so abstützen immer wollen. Ich kapiere dich nicht. Jetzt, lass los. Du sollst loslassen. Genau das will ich andersrum. Nach wie vor noch mit der Maus. Yeah. Definitiv nicht. Och Mann. Ich kapiere diesen Tunnel da oben nicht. Der ist fies. What?
jetzt schon mal ein paar coole Moves dabei hier. Staune selber. Und dann kommt wieder so eine Grütze raus, so eine Windmühle in irgendeiner Steinecke. Ist das dumm? Das Ding, das erinnert mich an so einen komischen Hammer vom Jahrmarkt hier. Teste deine Stärke. So. Ich wollte mich so rüberfummeln. Das ist wie Trockenrudern, ey. Wow, Alter. Was ist das für ein cooler Boost? Das gibt's noch nicht. Du sollst dich doch nach links. Ich kapiere nicht. It's not working. Ja, die Stelle habe ich jetzt schon genug geübt, ne? Die kann ich. Ah, siehst du? Ha! Die hab ich drauf. Das ist das blöde Eisen, was mich matt setzt. Wow. Wow. What is going on? Du hast dein eindeutig ein zu langes Essstäbchen. No, was tust du? So. Langsam. Der macht nicht langsam. Das ist ein richtiger Poltrian ist das. Der hat kein Gefühl hier. Warum ziehst du dich nicht hoch? Ich kreise doch nach links. Ich mache die ganze Zeit linke Kreise hier mit der Maus. Die ganze Zeit. Ah. Yeah. No. Aber ich hab verstanden, wie. Man muss sich irgendwie mit seinem Rücken da reinpressen, so wie das aussieht. Und dann rechts rumgehen. Zack. No. No. No! Ach, ich muss aber was trinken hier. Ich habe immer noch einen trockenen Hals. Das muss jetzt sein. Das wird halt ein langes Live-Video, was weiß ich. Erzählt. Wie machen wir das jetzt am dämlichsten? So? Nee. Ich muss dann nach unten muss ich dann kreisen. Geht's auch so, also für Schritt. Hochziehen. Sieht schon mal gut aus. Na komm, tu es. Wie rum muss ich? Nein, nicht so. Wenn man immer irgendwie an der Kante hängen bleibt, ist das immer nicht schön. So.
Hoch mit dir. Na. Dieser Tunnel, ey, das ist Wahnsinn. Auch selbst wenn man sich jetzt anguckt, wie andere da hoch pfeffern, bedeutet das noch lange nicht, dass man das dann auch kann. Sonst hatte ich ja schon mal geschafft. Da war ich ja schon mal an dieser ersten Lampe dran. Das Problem ist wirklich hier, dass der Hammer viel zu breit ist für diesen Gang hier. Wow! Kommt man da? Ey, kommt vielleicht da raus? Muss ich ja gar nicht durch den Tunnel durch. Die ganze Zeit probiere ich hier einen falschen Weg. Vielleicht muss ich mich irgendwie da hochboosten. Da das ja immer so gut klappt. Hey, siehst du, ey, guck dir mal an, wie hoch der auf einmal gesprungen ist. Ich verstehe nicht, warum. Ich mache dieselbe Bewegung. Und manchmal da hockt der übelste Solle und dann fällt er gar nicht. Ranziehen, große Kreise, große, große Kreise, große, nein. Oh, das muss mit. I need a bigger mouse pad. Die ganze Zeit an diesen Typen denken, der da runtergeflogen ist. Und wir kreisen, schön die Hüfte kreisen lassen. Und dann machst du das und dann machst du das und das und das. Jetzt brauchen wir die SpongeBob-Anleitung fürs Luftblasenblasen. So, da sind wir wieder. So, soll ich jetzt mal hier irgendwas versuchen mit diesem Felsen vielleicht? Ne? Aber wie kann man denn. Wo muss ich mich. Mensch, jetzt mach doch mal hier rum. Das ist echt gemein. Linksrum kann ich nicht. Die linken Kreise, die sind immer fail. So, wie komme ich jetzt hier auf diesen Felsen drauf? Muss. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen eine Vermutung. Ich habe gesehen, da oben war noch eine Kante. Nein, war. Of all sad words of tongue or pen, the saddest are these. It might have been. John Greenleaf Whittier. Ich glaube, wir brauchen immer so diesen einen typischen Schwung. Dann geht das immer so alles in einem Rutsch. Whoop, whoop.
Der Tunnel setzt mich matt. If you try to please audiences, uncritically accepting their tastes, it can only mean that you have no respect for them. Andrei Tarkovsky. Ja, aber gut. Stopp. Halt. Mach mal langsam hier. Nee. So. Hier haben wir so angelt dann. Oh, Hilfe, nein. Er bleibt mit dem. Er blieb mit dem Augenlid an den Nagel. Jetzt habe ich wieder meinen Rhythmus nicht drin. Jetzt. Oh. Nein. Klick, klick, klick. Steinhämmer sind wir. Oh. Ich fahre hier echt die übelsten Kreise ab, ey. Das ist Wahnsinn. Ich brauche fast das ganze Motorrad. Vielleicht brauche ich das auch falsch. Vielleicht muss ich gar nicht so ausholen. Aber irgendwie. Ja, irgendwie doch. If you need to take a break, it's okay. I've saved your progress. Pausen? Wer braucht denn eine Pause? Ich brauche keine Pause. Ich brauche ein Tutorial, was mir die Steuerung erklärt. Wenn man nicht weiß, was man macht. So, wieder hier. Weil ich am besten irgendwie rumwüten und in der Hoffnung, dass man dann mal irgendwo hängen bleibt. So. Ha! Siehst du, das meine ich. Ich wollte jetzt eigentlich nur behutsam den Hammer wieder in Position bringen und da hat er aber irgendwie Kontakt gefunden an der Erde. Weil ich glaube, wenn ich da oben stehe, könnte ich es sogar schaffen, die Lampe zu erreichen. Nur so eine Vermutung. Nein. Rüber. Na, was, warum dreht... Guck doch mal, ich bin oben. Warum dreht er den... Ja, hier lang, bitte. Wir sind schon mal irgendwo. wir waren mal irgendwo. Jetzt hat es mich gerade wieder selber verarscht mit dieser Steuerung, die verkehrt rum ist. Ah, da kam wieder das Wasser gelaufen. Und wieder hier. Es wird langsam ein bisschen langweilig, würde ich mal eher sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier voller Hass. Ich weiß nicht, warum die alle mal Rage Quit gemacht haben, aber ich finde es irgendwie gerade langweilig. Wenn man immer dasselbe sieht. Okay, das war wieder lustig. Oh. Ich finde das immer so geil. Du. Oh. Ha! Ha, ja! Mit Titan! Terminator! Blut spritzt, Kopf ab!
Langsam. Ey, das ist so ein Poltrig. Mach doch mal langsam. Nein, das war die falsche Richtung. Hopp. Music, Born to a Loser. Teddy, Tattle, Tatras. Ted Duffs. Text, das kennt kein Mensch. Oh, das könnte trotzdem Gamma Music sein. Da war ja gar keine Kante, ey. Wow. Das ist ja wirklich, also. This game is so dull. I can't handle it. Das ist ja manchmal, du machst ja solche coolen Dinge. Aber du hast eben halt auch Platz. Hier kannst du ja richtig dich entfalten. No. Zumindest hat er hier mehr Platz als ich mit meinem Mauspad. Zip. Zip. Nope. Du brauchst richtig einen Boost, Junge. Richtiger. Boost! 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 Yes. No. Yes. No. To the courts. It's war. Yes. No. So. Jetzt kann ich hier wieder üben. Zip. Wir rudern. Nein. Siehst du, warum macht er das? So will ich das. Und so will ich das. Und jetzt musst du so. Und dann muss ich so. Und dann muss ich rüber. Hm. Oh. So, wenn du denkst, du hast. Nee, hast du es nicht. Das ist immer lustig. Come on, do it. Yes. So. Nochmal jetzt wieder die Wissenschaft. Zack. Zack. Ah. What are you doing? Ah. Ah. Runter geht immer schnell, ja? Ich probiere es auch mit Controller. Das ist doch nicht normal, die Maus. So, Controller. Der wird's richten. Der Controller, der wird's richten. Jawohl, der Controller wird es richten. Der Controller. Don't hate the player, hate the game. Iced tea. Was, Iced tea? Er trinkt einen Iced tea. Ja, mit Controller ist ja alles wieder im Neuland. Ah.
Aber es ist irgendwie lustig. Es kommt mir aber nicht so vor, als ob ich das jetzt schon 1 Stunde 10 Minuten spiele. Kommt mir vor wie eine halbe Stunde oder so. Yes, yes, yeah, no, yeah, nee. Ist zu eng. Ich muss da rein und so. Das Ohr. Rüber. Controller. Yeah. No. Machen wir langsam hier. So. Eigentlich frage ich mich die ganze Zeit, was spielt man denn eigentlich für einen Scheiß? Ah, jetzt hier. So. So. Ja, langsam. Ja, langsam. Nee. Rudern, abstoßen. So. Hoch, ran, runter. Ist trotzdem, es ist verkehrt rum. Wow. Das ist gemein. Die Geräusche. Hä? Ja, keine Kraft. Ich mache nichts. Ich lasse also. Ich habe gerade nichts gedrückt. Da hat er hier von oben rumgefummelt. Trotzdem habe ich auch mit Controller linksrum die Probleme, linke Kreise zu ziehen. Warum auch immer. Die rechten gehen gut. Also das hier geht ganz gut. So. Aber irgendwie bringt das gerade nichts. Dann dieser graue Himmel noch dahinter, weißt du? Hätten sie nicht noch einen blauen Himmel gemacht. Oh Mann. Wieder hier. Das kann ich. Zack, guck dir das an, ja, das ist Übung. Ha! Nur ein Tunnel scheitert's. Ich hoffe, das ist der einzige Tunnel in dem ganzen Spiel. Wenn ich den geschafft habe, dann geht's vorwärts. Oh, das war gerade so ein Glitch. So, jetzt aber. Nein! Boah, langsam. Auch nicht so schnell. Ach, langsam. Das ist nicht langsam. Die Uchse. Das ist langsamer. Gefühl. Das ist ein Homo. Ach, Junge, was tust du denn? Erklär mir deine Steuerung bitte. Yeah! Der ist gut, ja. Voll auf der Kante. Das schafft nicht einmal Houdini. Jetzt sind verfickten Hammer runter. Gerne. Yes. Und jetzt erstmal mit Controller hier, ey. Bah, und schon mache ich Fehler.
Hätte ich jetzt nicht, warte, wie hätte ich ihn jetzt drehen müssen? Links oder rechts? Eigentlich nach rechts. Jetzt bin ich hier, jetzt muss ich einfach so. Warum hat er nicht gemacht? Zieht und. Warum macht er diesen. Ich krieg den Bogen nicht hin. Was habe ich hier, die Maus am Start? Aber ich krieg den Bogen nicht hin. Warum auch immer nicht? Also irgendwie ist die Maus an einigen Stellen besser und an einigen auch nicht. Ah, diese Tunnel. Warum ist der jetzt runtergerutscht? Das verstehe ich nicht. Cool, ja, gut. Wussa, wussa, wussa. Komm mal. Zieh und. Da hat sich jetzt übelst cool verbogen, der Stiel. Das wäre noch, wenn das Ding abbricht, ne? Da stehst du da. So, jetzt hier. Boost! Kommst du nie hoch? When to the sessions of sweet silent thought I summon up remembrance of things past, I sigh the lack of many a thing I sought, and with old woes new wail my dear time's waste. William Shakespeare, Sonnet 30. Geil. Guck dir das an, Junge. Patience is the foundation of eternal peace. Make anger your enemy. Ich wollte gerade sagen, Mensch, das war ja ein guter Speed, Mann. Only victory and do not know defeat. Und dann machst du find eine falsche Bewegung. Ist so blöd. It's in falling short of your own goals that you'll surpass those who exceed theirs. Tokugawa Ieyasu. Naja, noch kratzt mich ja nicht, wenn ich wieder hier unten lande. Ich meine, so weit oben bin ich ja noch gar nicht gewesen. Dass man sich hätte ärgern können. Mich ärgert bloß, dass ich irgendwie diesen Tunnel nicht hinkriege. Das ist blöd. Was ist denn jetzt passiert? Geh mal in die Ecke rein. Genau. Zack. Nein, jetzt. Nein. Hammerman! Hammerman! Vorsichtig. Hoch und links rum. Bitte. Yes. No. Yes. No. So. Hier muss es auch noch irgendwie einen Trick geben, dass das hier ein bisschen geschmeidiger geht. So, wie nun hier? Ich habe immer noch keine richtige Lösung gefunden. Außer, dass ich mich immer irgendwie aus irgendwelchen Gründen nach links runterschmeiße. Was ist denn jetzt passiert? Beruhigen Sie sich doch mal. Beruhigen Sie sich. Kesselman. Kesselman. Torso. Spucknapp. Was tust du? Ich mache links rum Kreiser. Also links. Sieht so
She smiled in defeat with unconquerable eyes. Da fällt so eine coole Benny Hill Musik dazu. Your failure here is a metaphor. To learn for what, please resume climbing. Rob Dubbin. Es ist so langweilig. Ey, was machst du? Lecker. Yes. Ach Mann, ich hab schon so den Mausplatz hier. Ich wäre fast runtergeflogen vom Tisch. Alter, cool. Wie hab ich das denn? Warum macht der manchmal so übelst coole Sprünge, ey? Und dann macht er wieder so eine Kacke. Ich will ja versuchen, mal hier von hier unten gleich sofort an das Paddel zu kommen. You can hit the escape key if you need to change the mouse sensitivity. Warum soll ich meine Maussensitivität ändern? Die ist auf volle Latte, so wie sie es gehört. Und trotzdem brauche ich ein halbes Mauspad. Ein Kilometer Mauspad. Laugh and the world laughs with you. Weep and you weep alone. For the sad old earth must borrow its mirth, but has trouble enough of its own. Ella Weaver Wilcox. Better by far that you should forget and smile than you should remember and be sad. Christina Rossetti. Oh, ist das langweilig. Das ist langweiliger als ein Speedrun-Dingsbums. Versuch zu lernen. Wie bei Doom 4 und Resident Evil habe ich auch 1000 Stellen immer wieder gemacht und immer wieder gemacht und immer wieder gemacht. Nur hier kann man immer wieder machen und trotzdem bringt es nicht, weil immer wieder alles anders ist. Filled up my heart with nothing. Someone told me not to cry. Now that I'm older, my heart's colder. I can see that it's a lie. The Arcade Fire. Anderthalb Stunden reicht das nicht mehr, ne? Falls ich noch irgendwelche Fortschritte mache, aber nicht jetzt. Ja, schon mal. Bah.
Das ist langweilig. Vor uns hat es noch Spaß gemacht. Aber also so, nach einer anderthalb Stunde hat man dann keinen Bock mehr auf das Spiel. Ohne Scheiß. Das ist das. Nicht wahr. Warte, ich nehme mal einen Controller. Ja, da liegt noch in meinem Schoß rum. Nee. Keine Chance mehr. Also Koordination, Motorik ist gerade völlig im Eimer. Nicht so langsam, schnell, Mensch. Da, das ist gut. Vielleicht geht's hier irgendwo hin? Nee, da ist zu. So, da sind wir wieder. Controller. Jetzt müsste es doch mal hier vorwärts gehen, oder? Ja, keine Ahnung, was ich hier gerade drücke. So, jetzt müssen wir da hoch oder was? Cool, man kommt doch an den Felsen oben dran, aber das bringt alles gar nicht. Man kommt doch an diesen Felsen ran. Aber wie gesagt, das ist ja leider nur ein Hammer, keine Axt, die sich irgendwie festgräbt.
Aber ich denke mal, man muss dort, also von diesem linken Hügel, wo ich gerade war, muss man sich den Schwung holen. Um dann darüber zu kommen. Nope, falsch umgedreht. Da war ich gerade ein bisschen zu langsam. Ich war schon, also die Höhe hat schon hingehauen. Ich tue mich immer wieder selber verarschen hier. Also, ich verbaue mir meinen Weg selber. Weil ich zu ungeduldig bin irgendwie. Ich muss warten, bis der sich hier hochgeschwungen hat. Und jetzt kann ich erst diesen wieder bewegen. Stelle ich mich immer so blöd an. So, geht doch ganz einfach. Zack. No. Das ist doch nicht normal. Was macht man denn hier? Koordinationsschwierigkeiten. Ich verstehe es nicht. Noch mal aus. I stand amid the roar of a surf-tormented shore, and I hold within my hand grains of the golden sand. How few, yet how they creep through my fingers to the deep, while I weep. While I weep. Oh God, can I not grasp them with a tighter clasp? Can I not save one from the pitiless wave? Is all that we see or seem but a dream within a dream? Edgar Allan Poe. Komm, ich sobald man die Steuerung wieder wechselt, da ist es wie, als ob man das noch nie gespielt hat. Oh.
Manchmal macht er solche komischen kleinen Kreise, obwohl ich hier voll runde ziehe. Wisst ihr das? Der zieht sich irgendwie so ran. Ich verstehe immer nicht warum. No. Der ist auch sehr gut. Nö. Mandalen. Und dann klappt auf einmal alles mit einem Dings, einem Versuch. Hey, das war doch gut. Das war doch gar nicht so schlecht. Our absolute doing nothing process. Oh, das ist noch nie passiert, oder? Ich lasse mir mal Kopfschmerzen. Der Tunnel ist zu schwer für mich. Yeah. Can I see another's woe and not be in sorrow too? Can I see another's grief and not seek for kind relief? William Blake. Warum quatscht der immer irgendwelchen Pseudo-Shit dazwischen? Soll das beruhigen? So ein Tutorial wäre bestimmt eigentlich nicht schlecht, wenn man wenn man eine Linie hätte, die man nach bewegen muss. Ne? Wenn man jetzt irgendwie einen Cursor hat oder sowas, dass dann eine Linie angezeigt wird, die du einfach nur abfahren musst, um erstmal zu verstehen, was du hier gerade machst. Ich fahre die ganze Zeit dieselben Kreise und ja, er kreist aber nicht. Die schöne Zeit, ey. Ich sehe hier 1 Stunde 40 und wir sind 2 Meter weitergekommen.
Haus mal eine gute Abwechslung. Von Sachen, die Spaß machen. Hallo, ich kreise doch. Kreise. Ey, ich krieg echt bald Sehenscheidenzünde mir. Mein Arm glänzt schon. Der ist schon voll abgerieben. Oh, Kontrolle nehmen hier. Oh Gott. Ah, ich würde sagen, eine Stunde 45, das kann man sich mal so, was weiß ich. Das wird bestimmt gerne mal ein Stück gucken. Mir wird das schon beim Spielen langweilig. Wie soll das dann erst noch werden, wenn man zuguckt? Das kannst du nebenbei mal laufen lassen, wenn du was weiß ich was machst. Aufräumen, sauber machen, Essen kochen. Oh Gott. Komm ich eigentlich wieder ganz zum Anfang? Komm, ich will nochmal ins Wasser springen. Gut, das war auf jeden Fall, keine Ahnung, mache ich noch eine Folge? Ach, das wird keine Folge, das wird einfach nur eins. Wenn ich jetzt durch dummen Zufall bei dem Tunnel weiterkomme, dann fängt dort dann die nächste Folge an. Wenn ich da bis nie hinkomme, dann wisst ihr Bescheid, es gibt keine nächste Folge. Von daher sage ich erstmal, das war Playing Games, euer MC Cosmo. Ciao.